Ich erteile als erstem Redner das Wort dem Kollegen Volker Beck für Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, heute ist Internationaler Frauentag und als schwuler Mann wollte ich da mal Danke sagen. Danke an die Frauenbewegung. Danke an die Feministinnen mit ihrem Kampf für Gleichberechtigung und gegen patriarchale Rollenbilder. Davon haben wir als Schwule heftig profitiert. Wir Schwulen sind die Kriegsgewinnler des Geschlechterkampfes. Und dass wir heute diese Debatte führen können, ist auch ein Erfolg der Frauenbewegung. Meine Damen und Herren, Demokratie, Freiheit, Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung und politischer Einstellung. Das sind unsere gemeinsamen Werte. Das sagte die Bundeskanzlerin Merkel am 9. November 2016. Und recht hat sie. Aber, Frau Merkel, 2013 haben Sie gesagt, ich tue mich schwer mit der völligen Gleichstellung. Und ich sage, alles andere als Gleichberechtigung ist Diskriminierung. Lassen Sie uns Deutschland zum 21. Land machen, das die Ehe für alle einführt. Es ist hohe Zeit und wir müssen uns da langsam dran machen. Wir haben seit 1990 aufgrund einer Initiative der damaligen Grünen Fraktion in diesem Hohen Haus, also jetzt 27 Jahre lang, über diese Frage diskutiert. Wir haben in dieser Wahlperiode 34 Sitzungswochen lang im Rechtsausschuss die Vorlagen von Linken, Grünen und Bundesrat vertagt. Jetzt sind Entscheidungen gefragt. Und für wen machen Sie eigentlich Politik? 83% sind für die Ehe für alle. Sie machen eine sektiererische Politik für 17% im Land, für die AfD, die nur bei der Bundesversammlung da saß, und für die Splittergruppe der CSU aus Bayern. 63,2% sind für gleiches Adoptionsrecht für homosexuelle Paare. Und deshalb war es richtig, und ich unterstütze da die Sozialdemokraten ausdrücklich, dass Ihr Fraktionsvorsitzender Thomas Oppermann im Spiegel gesagt hat, CDU und CSU sollten endlich über ihren Schatten springen und die Ehe für alle nicht weiter blockieren. Derzeit sprechen alle davon, dass es gilt, unsere Werte zu verteidigen. Das darf man aber nicht nur in Sonntagsreden tun, sondern das muss konkrete Politik sein. Und das sollten wir jetzt hier machen. Und was haben denn Ihre Obermohren, es gibt ja auch bei Ihnen viele, die für die Öffnung der Ehe für alle sind, dagegen einzuwenden? Ich zitiere Ihren Fraktionsvorsitzenden in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Für mich ist die Ehe im Sinne des Grundgesetzes die Verbindung von Mann und Frau. Die sogenannte Homo-Ehe, also die Öffnung der Ehe auch für gleichgeschlechtliche Verbindungen, lehne ich ab. Grund keiner. Weil ich es kann, weil ich die Mehrheit habe, weil ich in der Blockadeposition bin. So geht das aber nicht im freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat. Das Grundgesetz überlässt es eben dem Gesetzgeber und der gesellschaftlichen Entwicklung, was unter Ehe und Familie zu verstehen ist. Das haben Sie nie verstehen wollen. Das Bundesverfassungsgericht hat den Familienbegriff mehrmals geändert. Heute gibt es eben eheliche, nicht-eheliche und lebenspartnerschaftliche Familien. Das hat das Bundesverfassungsgericht als Wandel des Begriffs der Ehe festgestellt. Früher verstand man darunter immer nur die eheliche Familie. Das Gleiche gilt für den Ehebegriff. Das hat 1993 das Gericht schon gesagt, dass der Begriff der Ehe einem gesellschaftlichen Wandel unterliegen kann. Und der gesellschaftliche Wandel ist eingetreten. Wenn Sie die Meinungsumfragen anschauen, wenn Sie anschauen, wie Ihre Wählerinnen und Wähler darüber reden, wenn zwei Schwule oder zwei Lesben zum Standesamt gehen, dann reden die von Ehe, von Heiraten und dergleichen mehr und nicht vom Verpartnern eintragen und wie das alles bürokratisch heißt. Und das
Bundesverfassungsgericht hat ja selbst die ersten gleichgeschlechtlichen Ehen bei seiner transsexuellen Entscheidung geschaffen. Es gibt also gleichgeschlechtliche Ehen, wenn auch wenige bereits in Deutschland. Und die internationale Rechtsentwicklung ist doch auch heranzuziehen, wenn man sich den Begriff anschaut. 20 Länder, die die Ehe geöffnet haben. Damit können Sie nicht mehr behaupten, der Geschlechtsverschiedenheit der Ehe käme eine prägende Bedeutung zu. Meine Damen und Herren, ich will zum Schluss den Abgeordneten Kahrs zitieren, der nach mir ja noch reden wird. Sie haben schon 2016 gesagt: Es reicht, ich habe einfach keine Lust mehr. Ich verspreche Ihnen eines: Wenn das Thema hier im Deutschen Bundestag noch einmal aufkommt, dann werden wir in der SPD-Fraktion darüber abstimmen, wie wir hier abstimmen. Ja, meine Damen und Herren, dann lassen Sie es uns endlich einfach machen. Lassen Sie uns vor dem 30.06. den Gesetzentwurf des Bundesrates, der im Rechtsausschuss liegt, hier in dritter Lesung lesen und ihn mit einer Mehrheit versehen, dann ist die Frage endlich erledigt. Wenn Sie das nicht tun, muss man den Verdacht haben, Sie wollen ewig Sklave in der Großen Koalition bleiben. Hüten Sie sich davor, weil wir wissen auch nicht, wer die Mehrheiten in der nächsten Wahlperiode hat. Wir hoffen, dass es anders kommt. Aber es könnte auch sein, dass AfD und Union knapp über 50% der Sitze haben. Dann hätten wir diese Mehrheit, die wir heute haben, auf jeden Fall nicht mehr. Deshalb haben Sie eine hohe Verantwortung, jetzt zu handeln, wenn es möglich ist, und nicht den 199. Wahlkampf zum Thema Öffnung für die Ehe für alle und 100% Gleichstellung nur mit uns zu machen. Machen Sie die Gleichstellung jetzt, dann wissen die Leute auch, woran sie sind. Vielen Dank.